Zu Hause bei Sophia Jüngling und ihrem Vater Herwig in Linz. Herwig ist 58 Jahre alt und hat Demenz. Rollentausch ist manchmal natürlich schon eine Herausforderung. Ich dachte eben ursprünglich, es wird ein Jahr. Ich werde ein Jahr eben in dem Haus wohnen. Und sukzessive ist die Rolle immer größer geworden. Sophia trifft eine weitreichende Entscheidung. Sie möchte ihren Vater in seinem Haus pflegen. Wenn ich möchte, dass er mich weiterhin als seine Tochter erkennt, wenn ich eine Rolle in seinem Leben präsent spielen möchte, dann heißt es auch, dass ich wirklich Zeit mit ihm verbringen muss. Dass sie das nicht alleine schafft, ist ihr klar. Deshalb gründet sie in ihrem Zuhause eine Wohngemeinschaft und verteilt die Aufgaben auf viele Schultern. Es ist spät am Nachmittag. Erinnerungen an frühere Zeiten. Ja, voll schau, wie hell das Haus da noch ist. Herwig ist 30 Jahre alt, als er das erste Mal Vater wird. Mann, ist das lieb. Veronika ist Sophias ältere Schwester. Ich bin hier wahrscheinlich ungefähr 3 oder 4. Das ist auch schon... Über Jahre hinweg ist Fotografieren Herwigs großes Hobby. Das Familienglück scheint perfekt. Mutter Judith und Herwig, der damals als Ingenieur arbeitet, kümmern sich gemeinsam um die beiden. Doch die Ehe hält nicht lange. Schon früh zeigen sich bei Herwig erste Krankheitssymptome. Ja. Ich bin größer geworden und er ist krank geworden. Wir haben das damals auch noch gar nicht so sehr als Demenz benannt. Sachen, die man jetzt im Nachhinein sagen kann, das hängt mit seiner Krankheit zusammen, war zum Beispiel, dass wir beim Hühnergacke Zickezacke spielen, hat er immer verloren. Und wir haben lang geglaubt, er lässt uns gewinnen, aber er konnte sich einfach die Symbole nicht merken. Die Grunderkrankung ist MS. Und dann kommt halt irgendwie ein Potpourri aus unterschiedlichen demenziellen Veränderungen und so noch mit. Entweder auf die Gis oder in die Schneeglöckchen auch. Wo ist die Schneeglöckchen? In Goldwert. Wie ist das so für dich jetzt hier auch mit deiner Tochter zu sein im Garten? Ist perfekt. Es ist die maximale Lebensqualität. Krieg mal. Hörst du das? Ja. Weißt du, was das ist? Ja. Das ist ein Knoblauch. Ah ja. Riecht so, oder? Riecht so, ja. Ihr Garten ist für die beiden ihr kleines Paradies. Naja, ich habe einen Pflanz. Dieser Brennnessel. Ich finde es immer ein bisschen schwierig, wenn man Herwig mit einem Kind vergleicht. Ich fühle mich auch nicht wie ein Elternteil von Herwig, aber ich fühle mich halt wie die verantwortliche Person. Du kannst dich da. Genau. Aber es ist trotzdem natürlich. Ein Tausch der Verantwortlichkeiten. Mit ihrer Schwester hat Sophia die Erwachsenenvertretung für Herwig übernommen. Heißt, die beiden verwalten Herwigs Finanzen und entscheiden für ihn. Sophias Mann Guillermo lebt auch in der WG und kümmert sich heute um das gemeinsame Abendessen. Ich bereite die Pizza vor. Damit entlaste ich Sophia, die mir dafür sehr dankbar ist. Und das freut mich. Der Kubaner ist ein Familienmensch. Für mich ist es almost like a job. Für mich ist es mit Herwig fast wie ein Job. Unsere Beziehung ist sehr unkompliziert und nicht so emotional. Und ich nehme auch vieles nicht persönlich. Wir haben eine andere emotionale Ebene. Eher wie eine Freundschaft. Die Gemeinschaft, die Natur und Musik. Für Herwig ist das sein Lebenselixier. Viele Jahre hat er selbst im Orchester gespielt. Bratsche und Geige.
da di da di da 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 di da di da di da 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 di da di da 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 di da da di da 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 di da. Es ist so große Musik, Franz Schubert, eine sagenhafte Musik. Ich mag viele andere, ich liebe Mozart besonders. Mozart und Johann Sebastian Bach ist eine Sensation. Inzwischen ist das Abendessen fertig. Neben Guillermo wohnen zurzeit auch noch Alba und Ida hier. Herwig ist immer mittendrin. Heute ist er müde von der Gartenarbeit. Ich mag das Familiäre an der Wohngemeinschaft. Ich finde das total schön, dass halt jeder so seine eigene Perspektive mitbringt. Es ist immer ein kleines Abenteuer, mit jemandem zusammen zu wohnen. Ida ist über eine Anzeige auf diese besondere WG gestoßen. Sie wohnt während ihres viermonatigen Praktikums hier. Mir war halt total wichtig, dass, auch wenn es jetzt eine begrenzte Zeit ist, dass die WG wirklich ein Zuhause werden kann und dass so eine Art von Nähe auch ist. Und ich war total überrascht, wie Sophia und Herwig sich darauf eingelassen haben, auch wenn ich nur so eine kurze Zeit da bin. Ja. Willst du mal einen Brennnesseltee bashen? Mal, kannst du auch trinken, Herwig. Ich glaube, ich habe mich schon vorher so gefragt, was ich mir so zutraue, alles hier im Zusammenleben. Und habe total schnell gemerkt, dass das überhaupt keine Relevanz hat, weil es einfach sehr, sehr unkompliziert ist. Und wir so von Anfang an so ein sehr herzliches und irgendwie auch so ungezwungenes Miteinander hatten. Letzte Woche war ich die ganze Zeit allein mit Herwig und es war irgendwie so sehr selbstverständlich, wie es einfach war. Tagsüber ist Herwig in einer Tagespflege. Er wird abgeholt und wieder nach Hause gebracht. Eine feste Aufgabenverteilung gibt es in der WG nicht. Jede und jeder packt damit an, wo es gerade am dringendsten ist. Schon 5 Jahre gibt es diese WG. Eine Herausforderung? Guillermo lebt immer 3 Monate in Österreich, dann wieder 3 Monate in Australien. Dort arbeitet er als Philosophieprofessor. Die Zusammensetzung der WG verändert sich ständig. Am nächsten Morgen. Ein kleiner Schock für Sophia. Eine To-Do-Liste von einer der mobilen Pflegekräfte, die sich morgens und abends um Herwigs Grundpflege kümmern. Die kommen halt morgens, wenn Herwig alleine wach ist und der Rest des Hauses irgendwie noch schläft, dann kommen die und haben den Eindruck, der ist da ganz alleine und alle anderen kümmern sich überhaupt nicht um ihn. Die haben halt auch nicht die Chance zu sehen, was wir eigentlich leisten und wo unsere Prioritäten liegen, weil es geht darum, dass sich mein Papa wohlfühlt und es geht aber auch darum, dass die ganze WG gut läuft und sich wohlfühlt und dass wir ein schönes Zusammen haben. Jetzt hat es Sophia eilig. Sie muss zur Uni. Seit 4 Jahren studiert sie in Linz. Seit ich ein Kind war, war Lehrerin mein Traumberuf. Mein Studium war Lehramtsstudium mit den Fächern Kunst und Biologie. Die Fächer haben mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht, aber das Studium war leider einfach nicht mit der Pflegesituation vereinbar. Sophia bewirbt sich an der Kunsthochschule. Da bin ich halt bei meinem zweiten Studium jetzt ganz anders rangegangen. Ich habe halt einfach so ganz stumpf in meinen Lebenslauf reingeschrieben. Seit 2019 bin ich pflegende Angehörige für einen demenziell veränderten Papa. Nächster Halt, Rudolfstraße, Ars Electronica Center. Das Ars Electronica Center ist das größte Museum in Linz für Medienkunst. Im Rahmen ihres Studiums der zeitbasierten und interaktiven Medien stellt Sophia hier gerade aus. Letzte Handgriffe, bevor die Besucher kommen.
Das Thema ihrer audiovisuellen Ausstellung hat sie selbst gewählt. Es hat mit dem zu tun, was sie am meisten beschäftigt. Ich glaube, es ist für mich einfach auch eine wichtige Möglichkeit, irgendwie zu mir selbst zu finden und in meiner Situation mich zurechtzufinden. Es gab auf jeden Fall Zeiten, wo ich extrem damit gekämpft und gehadert habe, dass mein Papa krank ist und dass er nicht gesund werden wird und dass er mich wahrscheinlich irgendwann einmal nicht mehr erkennen wird und dass das Leben halt manchmal einfach voll unfair ist. Einen Monat später. Die WG ist kleiner geworden. Sophias Ehemann ist gerade in Australien. Eine anstrengende Zeit für Sophia, denn sie bekommt jetzt weniger Hilfe. Und jetzt sieht auch noch Ida aus. Ihr Praktikum geht zu Ende. In den vergangenen Wochen hat sie viel Zeit mit Herwig verbracht. Warst du noch einmal in Prag? Ich war noch nicht in Prag, Herwig. Das muss man mal anschauen. Ich war einmal vor vielen Jahren, aber das hast du vergessen. Aber vor 300 Jahren war Prag die Hauptstadt der Welt. Die einen kommen nach Paris, die anderen kommen nicht nach Paris. Wie das Leben heute so ist. Mein Eindruck war häufig, dass sich die sehr schönen Momente total zufällig ergeben. Dass man irgendwie so zusammensitzt und sich daraus was ergibt, irgendwie ein gutes Gespräch ergibt. Oder auch häufig einfach eine sehr, sehr schöne Stimmung. Auch. so viel Blödsinn habe ich dann auch wieder nicht gemacht. Das Problem im Ziel ist so schwierig. Im Ziel sind mir nicht immer ganz leicht. Aber wirst du sie vermissen? Ja, freilich. Ich werde dich auch vermissen, Herwig. Danke. Das ist eine große Liebe, Frau. Das ist ein netter Kontakt mit Menschen. Tada! Das bist du, Herwig. Ja, das zeigt symbolisch, dass ich ausziehe, weil ich mich traue. Die Zeit, wie wir es jetzt mit Ida gehabt haben, die wird so auch nimmer wieder kommen. Und das ist in Ordnung, aber es ist natürlich, es tut schon ein bisschen weh. Aber voll. Der letzte gemeinsame Abend. Ja, den wirst du ein vermissen, oder? Den Kamin werde ich sehr vermissen. Ja. Das stimmt. Sophia und Ida möchten Kontakt halten. Für den Sommer planen sie eine kleine Reise, gemeinsam mit Herwig und Guillermo. Es soll nach Osttirol gehen. Herwig, wenn wir nach Osttirol fahren, wo müssen wir unbedingt hinfahren? Lienz. Lienz, okay. Lienz. Kannst du dir vorstellen, woanders zu schlafen als daheim? Ist hier daheim. Ja, nur Fälle. Wenigstens Fälle. Komm schon. Ja? Also, der Herwig und ich waren schon sehr, sehr, sehr lang nimmer gemeinsam irgendwo über Nacht. Was könnte schiefgehen? Alles. Aber es wird sicherlich einfach auch herausfordernd und anstrengend. Für Juni ist die Reise geplant. Der nächste Morgen. Wochenende. Als erstes will sich Sophia um ein neues WG-Mitglied kümmern. Eine Mitarbeiterin vom mobilen Pflegedienst ist bereits da. Gleich geht es für Herwig unter die Dusche. Und danach zu Herwigs Mutter. Auch sie ist eine wichtige Stütze für Sophia. Über eine Online-Anzeige versucht Sophia, eine neue Mitbewohnerin zu finden. Doch während des Semesters ist das nicht einfach. Erst letzte Woche hat jemand kurzfristig abgesagt. Für uns ist es natürlich schon eine finanzielle Unterstützung. Unsere Mitbewohnenden zahlen Wohnbeiträge, die also Haus kostet einfach und Pflege kostet sehr viel. Da ist es schon wichtig, dass wieder jemand herzieht. Ich habe schon immer wieder auch Angst, dass niemand nachkommt. Und es gibt auch Momente, wo gerade dann niemand irgendwie da, also wo niemand da ist, einen Monat alleine zu sein,
mit Herwig, das geht. Aber recht viel länger ist auf allen Ebenen eigentlich suboptimal. Wie lange wird es dauern, bis sie wieder jemanden findet? Zu tun hat Sophia mehr als genug. Ich kann nicht alles schaffen und ich muss nicht alles schaffen. Und es ist okay, so wie wir das machen. Ist genug Haarschneiden? Ja, okay. Ist genug Haarschneiden. Du magst spazieren gehen, gell? Ja, jetzt darf man die Beine eincremen. Ja, alles okay. Wenn wir schon ein Handtuch haben, darf ich da die Schuhe nochmal ausziehen? Okay. Soll ich da unten auf diese Wunden stellen, soll ich da Plastel rauf tun, Herr Victor, oder? Mhm. Nein, ich glaube, das ist eh schon jetzt sehr gut am Verheilen. Mhm. Genau. Magst du mal deine Hände kurz hergeben, weil dann darfst du nämlich selber. Genau, und der Seite auch. Und da wirst du es da dann selber einreiben. Das ist kein Problem. Das ist gesund. Hau ruck. Ich habe das nie gelernt. Manchmal muss der Herweg mit einer schieren Frisur herumlaufen. Oder mit schlecht eingewickelten Beinen. Man wächst da so rein. Man probiert das ja meistens nicht einmal, sondern öfter und dann beim nächsten Mal geht's besser und so weiter. Ich glaube, wenn ich mit 20 gewusst hätte, was das eigentlich bedeutet, wie viel Arbeit das Haus ist, wie viel Verantwortung ich haben werde, was das emotional mit mir macht, was das für meinen Lebensweg bedeutet, wahrscheinlich hätte ich gesagt, sicher nicht. Inzwischen ist es Mitte Mai. Sophias Mutter Judith schaut regelmäßig vorbei. Sie sorgt sich etwas um ihre Tochter. Ich habe mich schon gefreut, dass sie das macht, total. Andererseits habe ich mir gedacht, boah, das ist auch total viel. Und sie ist so jung und also ist es nicht zu viel. Ja, also ich habe schon gemischte Gefühle dazu, aber sie macht es einfach irrsinnig toll. Also man muss schon sagen, der Herwig, also der, dem ist vorher viel, viel schlechter gegangen. Also der hat so, das hat sich so verbessert durch das, dass er so viel Ansprüche hat, dass er so viele liebe Leute um sich hat. Genau. Inzwischen hat Sophia eine neue Mitbewohnerin gefunden. Çağla aus der Türkei. Sie studiert auch an der Kunsthochschule. Herwig und ich, wir sind uns ja recht ähnlich in vielen Belangen. Ich glaube, wir sind beide Menschen, die sehr, sehr gern einfach mit anderen Leuten abhängen und in guter Gesellschaft sind. Für mich ist es immer mega schön, wenn Menschen aus verschiedenen Kulturen herkommen, weil ich würde gern viel mehr reisen und kann aber nicht. Und dann hole ich mir halt einfach so ein bisschen das Reisen ins Zuhause. Und das ist oft sehr, sehr schön. Çağla entlastet Sophia. So hat sie Zeit für ein längeres Telefonat mit Ehemann Guillermo in Australien. Hola, mi amor. Oh, you are in the hammock. Yes, I'm in the hammock. I wish I could be there in the hammock with you. Yeah, that would be so nice. So what have you been up to? Well, longboarding. Yes. Have you been practicing? No, I have not been practicing because the workshop is today and I have to. Yeah, I know. I have to wear. Yeah. Mm-hmm.
Ich brauche oft Abstand von der vielen Verantwortung. Das habe ich erst in den letzten Jahren gelernt, dass ich es wirklich dringend brauche, ab und an einfach ganz alleine zu sein. Manchmal, und das sind dann oft die schönsten Momente, bin ich einfach nur da und lausche. Ich rieche das Gras, also so einfach voll im Moment sein. Herwig kommt endlich zu seinem lang ersehnten Spaziergang. Also die Liebe von meinem Papa mir gegenüber, die hält mich sehr. Und da bin ich immer unglaublich dankbar, dass er die zum einen so ausdrücken kann und zum anderen einfach, dass die so wichtig ist und dass die so vorhanden ist. Dann ins Rund zu steigen. Mhm, da steht noch nichts, das geht gut. Da ist der Schritt. Super. Kalt. Also ist schon kalt. Wenn ich mich auf ihn einlasse, dann ist da unglaublich viel Liebe da. Und das ist schon ein ganz großes Geschenk. Nach dem Spaziergang Entspannung bei Herwigs Lieblingsmusik. Mein Gott! Na, muss ich hin? Super schön. Kurz muss ich dabei. Jetzt warst du ein kitschig, oder? Nein, nur schön, das ist perfekt, muss ich sagen. Ist nicht kitschig? Nein. Mitte Juni. Nach 3 Monaten ist Guillermo wieder in Linz. Heute wollen sie gemeinsam mit Herwig einen Tagesausflug machen. Auf die Katrin, den Hausberg von Bad Ischl. We need something warm enough for us too, just for Herwig. Der Ausflug ist der Ersatz für die geplante Reise nach Osttirol. Die ist geplatzt, weil Ex-Mitbewohnerin Ida etwas dazwischen gekommen ist. Ohne sie wäre es zu stressig. Okay. It tastes of onion. It tastes of onion? It's the chopping board, but it's too late. It is too late. Nach 3 Monaten Fernbeziehung müssen sich Sophia und Guillermo erst wieder einspielen. Aber das kennen sie schon. Ich glaube, es ist schwieriger für Sophia als für mich, sich daran zu gewöhnen, dass ich wieder hier bin. Wenn ich zurückkomme, ist es für mich eine Fortsetzung von dem, was ich kenne. Für sie ist es eine Unterbrechung. Herwig ist fast fertig, frisch geduscht für den Ausflug. Er ist wahnsinnig gern in den Bergen. Und er ist schon ein bisschen ungeduldig. Ja, was ist denn? Ich helfe da gleich. Genau, und ich muss noch an den Sessel denken und ans Wechselband denken. An Tagen wie diesen ist es schon so, dass mich das oft besonders herausfordert. Einfach, weil dann irgendwie so viele Sachen zusammenkommen und weil man ja eigentlich das macht, um eine gute Zeit zu haben. Und wenn ich dann letztlich keine gute Zeit habe, hat der Herwig auch keine gute Zeit und dann war der ganze Aufwand umsonst. Sophia sorgt natürlich auch für die richtige Musik. Mozart an. War's gut? Eine Stunde später. Kurze Rast am Traunsee. Die 26-Jährige will gleich ein paar Selfies machen. Direkt am See mit Blick auf die Berge. Doch bis ans Ufer kommen sie nicht. Herwig ist heute schwach auf den Beinen. Da tut es mir halt dann oft ein bisschen leid, dass Germo und ich nicht gemeinsam erleben können.
ist auch ein Grund, warum wir immer wieder dann auch noch andere Leute mitnehmen. Dann kann man sich ein bisschen mehr abwechseln und dann kommt auch jeder mal irgendwie ein bisschen raus. Sophia hat alles genau geplant. In der kleinen Seilbahnkabine kann Herwig während der Bergfahrt hoch zur Katrin bequem sitzen. Es geht auf rund 1400 Meter Höhe. Da geht es schon noch ganz viel darum, irgendwie Erinnerungen zu schaffen für mich. Das ist unsere Aussicht. Und es ist für Herwig natürlich auch immer ein Riesenhighlight. Und dann der Ausblick. Munden ist in die other direction. I don't know what this is, but I think we will. Doch selbst ein kleiner Rundgang ist heute zu viel. Den Abbau vom Herwig mitzuerleben ist was, was mich schon traurig macht. But we're going to this. Yes, we are going there. Spazieren gehen war halt sowas, was für ihn jetzt ganz, ganz lang ganz wichtig war. Und dass das weniger wird und schwieriger wird, das macht uns schon alle traurig. What do you like? Apfelstrudel do you like? No? Ja, schon, aber wo ist er? Er wird morgen nicht mehr wissen, wo genau wir waren. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass er noch die nächsten paar Tage darüber erzählt, dass er in den Bergen war. Es gibt so manche Erinnerungsinseln. Und es kann vielleicht sogar sein, dass ein Tag wie heute eine Erinnerungsinsel bleibt für die nächste Zeit. Hey, Superstar, do you know that? Where do you know that? Jesus Christ, Superstar. Zurück in Linz. Es ist so schön da. Einmal im Monat lädt Sophia ihre Freundinnen und Freunde ein. Darunter sind auch ehemalige Mitbewohnerinnen und Bewohner. Und wieder mittendrin Herwig. Gerade Momente wie jetzt mit dem Lagerfeuer, das ist einfach so schön für mich. Für Momente wie diese gebe ich mir Fernweh auch gern auf. Insgesamt, glaube ich, müssen wir einfach schauen, was auf uns zukommt. Welche Bedürfnisse in einem Jahr oder zwei dann da sind, meinerseits von Seiten von Herwig, von Seiten von Guillermo. Und wie wir die dann auch wieder unterschiedlich unter einen Hut bringen oder halt nicht. Und zum Abschied ein bisschen Gefummel hinter der Tür. Schön, wenn man lebt, was Mutter Natur gibt. Was kann ich dafür, dass du mich nicht vergisst? Ein geselliges Tier ist das Schwein, und ich lache schon lieber allein. Ohne dich will ich nicht, mit dir kann ich nicht sein. Ohne dich will ich nicht, mit dir kann ich nicht sein. Und ich dreh dich, Liebe. Ja, das dreht sich um sie. Echt einer meiner Lieblingssongs. Ja, das ist schon einfach ein gutes Lied, gell? Das ist ja geile Scheiben, oder Herwig? Was sagst du? Schön, super, super.